Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Frau Köpping, Landrat Vogel und Bert Wensche würden Sie gern informieren über unsere gemeinsame Kabinettssitzung der sächsischen Staatsregierung mit den Landräten und Oberbürgermeistern in Sachsen. Auch die Kassenärztliche Vereinigung war da. Wir sind ja in einer Situation, die wir auch schon vergangene Woche beschrieben haben. Wir sehen einen doch erheblichen Anstieg der Infektionen, einen Sprung von Zahlen von 10 bis 15 Fällen pro Landkreis und Tag hin zu 40, 50 bis zu über 100 Fällen. Die Inzidenz, die ja ein 7-Tage-Schnitt ist, ist erheblich gestiegen. Und deswegen ist es richtig, dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen, diese Entwicklung zu brechen, von der wir gesehen haben in der Tschechischen Republik, aber auch in den Niederlanden, wohin sie führt, wenn man sie nicht ausreichend beachtet und Gegenmaßnahmen ergreift. In Tschechien, und das erinnert mich eben auch an manches Gespräch hier bei uns im Freistaat Sachsen, war es im Sommer so, dass wir Partys erlebt haben, Feiern erlebt haben, die Frage, was passiert da, warum greift ihr da nicht ein, wurde beantwortet, einmal, ach, ist doch nicht so schlimm, es sind junge Leute, die, wenn dann sie krank werden, sie sind alle überhaupt nicht symptomatisch, die Krankenhäuser sind leer, die Bevölkerung versteht diese Maßnahmen nicht. Und jetzt haben wir die Situation, 10.000 Fälle heute zu gestern zusätzlich, auf Deutschland hochgerechnet wären das 80.000 Fälle, eine unfassbare Zahl. 5.000 Frauen und Männer aus dem Gesundheitsbereich in der Tschechischen Republik sind krank, können nicht zum Dienst kommen. Das System ist kurz vor dem Kollaps. Wir haben ja mehrmals unsere Unterstützung angeboten und werden auch helfen. Das darf so in Deutschland, das darf so in Sachsen nicht passieren. Das muss auch so nicht passieren. Wir haben die Möglichkeiten genutzt, des niedrigen Infektionsgeschehens im Freistaat Sachsen, haben viele Dinge hier organisiert, die uns Kraft gegeben haben, die uns auch die Möglichkeit gegeben haben, den Unternehmen Geld zu verdienen, Freiheiten für die Personen, für die Bürgerinnen und Bürger im Freistaat Sachsen. Und wir wollen, dass auch in Zukunft das ein lebenswertes Land ist, dass die Gastronomie offen ist, dass die Wirtschaft läuft, dass es Veranstaltungen gibt, weil wir gesehen haben, dass diese vielen Überlegungen, diese verantwortungsvolle Arbeit von Menschen in der Kultur, im Sport, in der Gastronomie, in der Hotellerie, im Tourismus dazu geführt haben, dass es Hygienekonzepte gibt, die von den Landkreisen genehmigt worden sind, die verantwortliche Frauen und Männer haben, die sich darum kümmern. Und dort sieht man, die Sache läuft. Es gibt keine oder nur ganz, ganz selten Infektionsgeschehen. Deswegen gestern im Kreis der Ministerpräsidenten noch einmal der Hinweis, den wir heute miteinander diskutiert haben, und wir haben alle die gleiche Meinung, das Ganze muss sachgerecht, vernünftig, in Ruhe, aber entschlossen jetzt passieren. Wir haben uns verständigt, dass wir ein Stufensystem weiter ausbauen wollen. 35 Personen, die erkrankt sind auf 100.000 Einwohner, ist die erste Stufe. Dort soll es im Freistaat Sachsen in Zukunft eine Sperrstunde geben in der Gastronomie ab 23 Uhr. Dann später bei 50 Inzidenz 22 Uhr und ein Verkaufsverbot für Alkohol. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir die Anzahl der Personen, die bei privaten Feiern zusammenkommen, reduzieren wollen. Das ist, nach dem, was wir heute wissen, der Hauptort des Infektionsgeschehens, weil dort kein Mindestabstand gilt, weil dort auch kein Hygienekonzept verlangt wird. Deswegen dort weniger Personen, 25 Personen bei einer Inzidenz von 35 und 10 Personen bei einer Inzidenz von 50. Wir werden darüber sprechen in den nächsten Tagen, wie wir Mund- und Nasenschutz verstärkt zum Einsatz bringen können. Das wird nicht im Schulunterricht sein, im Klassenraum, aber das soll
schon dort überall sein, wo sich Menschen zu nahe kommen und zu viele zusammen sind. Also als ein Beispiel nicht nur am ÖPNV, sondern gegebenenfalls auch an der Bushaltestelle, auf den Gängen von Behörden, Rathäusern oder Landratsämtern. Das Ziel, das uns gemeinsam verbindet, ist eine Entwicklung, die wir in anderen Ländern gesehen haben und auch in anderen Bundesländern aktuell sehen, dass aus 35 sehr schnell 50 Fälle werden und dass aus 50 nach einigen Tagen auch 100 oder 150 Fälle werden können. Das darf so nicht sein. Das Prinzip, warum Deutschland durch diese Krise so gut gekommen ist, ist die Kontaktnachverfolgung. Dass es uns gelungen ist, Menschen, die krank sind, zu identifizieren, sie in Quarantäne zu setzen, ihnen eine Behandlung zukommen zu lassen und auch das Umfeld, also all die Menschen, die in Kontakt gekommen sind, mit aufzuklären. Das ist die große Aufgabe, die die Gesundheitsämter der Landkreise und kreisfreien Städte bisher hervorragend gemanagt haben. Es gibt einige Teile in Deutschland, wo wir gestern Abend gehört haben, hat man aufgegeben. Dort ist es so, dass die Leute, die erkrankt sind, die einen positiven Test haben, aufgefordert werden, ihre Kontaktpersonen selber zu informieren. Mit der Aufforderung, geht bitte zum Arzt und lasst euch testen. Das ist kein vernünftiger Umgang. Wenn man an dem Punkt angekommen ist, hat man die Situation nicht mehr unter Kontrolle. Deswegen werden wir helfen mit zusätzlichem Personal für die kreisfreien Städte, für die Landratsämter. Deswegen sind wir mit der Bundeswehr im Gespräch, um hier eine Verbesserung zu erzielen, dass auch diejenigen, die jetzt von früh bis abends am Telefon sitzen, eine Entlastung bekommen können. Das ist unser zentrales Element, diese Kontaktnachverfolgung. Wir haben miteinander darüber gesprochen, über das Beherbergungsverbot. Wir sind miteinander der Meinung, dass die Art, wie das derzeit ausgestaltet ist, nicht verhältnismäßig ist, dass hier Menschen getroffen werden, die mit dieser Krankheit nichts zu tun haben. Mitten in der Sitzung kam das Urteil des Verfassungsgerichtshofs in Baden-Württemberg, die das also jetzt juristisch uns noch einmal gesagt haben, dass sie das auch so sehen. Wir werden dieses Beherbergungsverbot aufheben. Frau Köpping kann gleich noch mal sagen, wann und wie das geschehen soll. Für uns ist wichtig, dass wir eine sachsenweit einheitliche Regel haben, die den Bedingungen unseres Landes entsprechen. Die kommunale Familie mit ihrer großen Expertise hat uns jetzt gerade beraten. Wir machen das genau so, wie wir das jetzt besprochen haben. Ich möchte gerne auch das von diesem Tag und auch in diesem Umfeld mit diesen schwierigen Zahlen etwas Positives, auch etwas mit Energie vorangeht. Weil, meine Damen und Herren, die Dinge sind gestaltbar. Wir müssen nicht in einen zweiten Lockdown kommen, wie er jetzt gerade in der Tschechischen Republik der Fall ist. Die gastronomischen Einrichtungen sind geschlossen, die Schulen sind geschlossen. Wenn wir unseren Weg weitergehen, Eigenverantwortung, Reduzierung der Risikopunkte, eine stärkere Kontrolle, dass die Dinge auch so sind, wie man sie sich gemeinsam gesagt haben, wie die Gesundheitskonzepte, die Hygienekonzepte, sie aufgestellt sind. Wenn die Nachverfolgung stabil bleibt und wir schnelle Testmöglichkeiten haben, werden wir diese schwierige Entscheidung nicht treffen müssen. Dafür arbeiten wir und ich bin nach dem heutigen Tag einmal mehr dankbar, dass das in so einer kollektiven und positiven Art und Weise passieren kann. Frau Minister. Ja, herzlichen Dank, Herr Ministerpräsident. Meine Damen und Herren, das Beherbergungsverbot soll am Samstag aufgehoben werden. Jetzt kommt ein Samstag, sodass wir also für die Herbstferienzeit kein Beherbergungsverbot in Sachsen mehr haben. Das Zweite, was ich noch mal ausführen möchte, wir haben uns mit unseren Infektologen beraten, wo genau die Ausbruchsherde bzw. das Ausbruchsgeschehen herkommt.
Ministerpräsident hat bereits auf die Wirkung darin hingewirkt, dass es eben vor allen Dingen Familienfeiern und Feierlichkeiten sind und natürlich auch Reisende. Also insofern glaube ich, dass wir bei den Themen Familienfeiern, Einschränkung von Größenordnung und Ähnlichem genau auf dem richtigen Weg sind und das wäre auch nochmal die Bitte meinerseits an die Bevölkerung, dass wir all das, was der Ministerpräsident angedeutet hat, wirklich schaffen können. Aber es geht eben auch nur, wenn wir das gemeinsam wollen. Und der eine oder andere dachte, wir haben gute Zeiten hinter uns, es ist alles nicht mehr so schlimm und so wichtig. Und wenn wir unsere Zahlen in Sachsen anschauen, dann wissen wir, dass wir jetzt, genau jetzt handeln müssen. Und deswegen ist meine Bitte an die Bevölkerung, halten Sie unsere Regeln ein, die im Wesentlichen lauten, das Maskentragen beim Einkaufen und im ÖPNV. In der Zukunft werden wir klären, wo es eventuell Zusammenkünfte gibt, wo mehr Menschen aufeinander treffen, wo man die Abstände nicht einhalten kann, dass man auch in diesen Bereichen Masken trägt. Das andere ist, dass wir tatsächlich die Hygienemaßnahmen nach wie vor einhalten und natürlich die Alltagsmaske überall dort tragen, wo es eben auch für sich persönlich notwendig ist. Man kann nicht jeden einzelnen Bereich regeln und deswegen auch die persönliche Einschätzung, das ist mir ein wichtiger Ort, das ist mir eine wichtige Fläche, dass wir dort wirklich die Bevölkerung aufbitten, mitzuwirken. Und das Letzte, nicht zuletzt, es freut mich, dass wir in Sachsen wieder zu einheitlichen Regelungen kommen wollen, dass also die Bevölkerung nicht überlegen muss, bin ich jetzt im Landkreis A oder im Landkreis B, sodass wir also für Sachsen einheitliche Regelungen machen wollen, dass man als Bevölkerung auch wirklich verstehen kann, was für Sachsen gilt. Und wir werden natürlich ausführlichst erklären, warum wir welche Regelungen machen. Das werden wir in den nächsten Tagen erarbeiten und abarbeiten, sodass wir etwas früher zur nächsten Verordnung kommen wollen, als es bisher vorgesehen war. Wir hatten bisher vorgesehen, dass die nächste Verordnung ab dem 2. November kommt. Wir werden das etwas früher machen. Legen Sie mich heute bitte nicht noch nicht ganz genau auf den Tag fest, aber wir werden früher sein. Vielen Dank. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist eigentlich schon alles gesagt, was wir heute so besprochen haben. Ich will aus unserer Sicht her das einfach nochmal ganz, ganz dick unterstreichen. Wir haben es gemeinsam in der Hand und vieles an Maßnahmen, gerade wenn ich denke, die Beschränkung von privaten Feierlichkeiten auf bestimmte Personenzahlen, die sind nur beeinflussbar durch die Betreffenden selbst, durch die Privatpersonen. Ich kann als Landrat nicht an jeder Haustür klingeln und sagen, haben Sie jetzt eine Feierlichkeit und kann nachzählen, sind dort 10, 20 oder 30 Leute anwesend. Insofern ist es einfach die Vernunft und genau das ist unsere Chance. Das habe ich auch in meinem eigenen Landkreis immer wieder gesagt, wenn wir mit viel Sensibilität, mit viel Achtsamkeit die Regeln, die wir im Frühjahr hervorragend eingehalten haben und die dort dazu beigetragen haben, dass es eigentlich diese Infektionszahlen nicht so stark gestiegen sind. Wenn wir zu diesem Status wieder kommen, diese Verantwortungsbewusstsein, die jeder Einzelne hat, ich sage immer meinen Bürgern, ihr habt eine Verantwortung für euch selbst, für eure Familie, euren Freundes- und Bekanntenkreis, aber auch für die Gesellschaft insgesamt. Und wenn jeder diese Verantwortung wahrnimmt, dann bin ich davon überzeugt, werden wir das Ganze schon meistern. Ansonsten, wir sind in den Gesundheitsämtern, sowohl in den drei kreisfreien Städten wie auch in den Landkreisen, natürlich am Limit, das habe ich schon in der vergangenen Woche gesagt, was die Frage der Kontaktnachverfolgung betrifft. Das spricht sich so leicht daher, das sind nicht nur einfach Name, Adresse, Telefonnummer, die man ermittelt, sondern eine ganze Reihe von umfangreichen Fragen, die in diesem Gespräch dann noch abgehandelt werden müssen, die dann anschließend in der EDV eingegeben werden müssen. Also es ist ein sehr komplexer Prozess. Ich sag mal, locker verbringst du da eine Stunde, ehe du da eine Person mal den Kontakt so richtig ermittelt hast, dass er auch meldefähig dort ist. Und durch die hohe Mobilität, das stellen wir Tag für Tag fest, sind natürlich auch die wesentlich höhere Kontaktzahlen. Ich hatte es schon mal gesagt, wenn wir im Frühjahr von Kontaktzahlen von 3 bis 4 Leuten bei einem positiv Getesteten reden, dann sprechen wir zumindest in meiner Region jetzt momentan von mindestens 15. Das heißt, wenn ich am Tag 50 positiv Getestete habe, kommen mit einem Schlag 750 bis 800 Kontakte drauf zu, die ich dann in schnellstmöglicher Zeit nachverfolgen muss. Das ist die Herausforderung und ich denke, wenn wir noch ein bisschen Personalzuführung bekommen, wir werden auch in den Häusern, die einzelnen Landratsämter haben, dort die Maßnahmen ergriffen, auch um Personal zuzuführen. Das führt gelegentlich vielleicht bei diesem oder jenem Geschäftsfeld auch mal etwas zu Zurückstellungen von Aufgaben. Das müssen wir einfach machen, weil Covid-19 die oberste Priorität hat. Aber wenn wir das in dieser Gemeinsamkeit machen, dann wird uns das mit Sicherheit gelingen, dass wir das positiv auch über die nächsten Wochen, und ich bin davon überzeugt, wir reden hier nicht nur mal über 14 Tage, sondern wir reden eigentlich dem Grunde nach bis zum Frühjahr, dass wir über diese Zeit dann auch kommen. Vielen Dank.
Ja, meine Damen und Herren, vieles ist schon gesagt. Wir möchten mal noch zwei Aspekte aus Sicht der Städte und Gemeinden herausstellen. Zum einen für die Bekämpfung der Corona-Pandemie ist eines ganz wichtig, dass wir das Prinzip des mündigen Bürgers durchhalten. Und dazu gehört es auf der einen Seite das Thema Informiertheit und auf der anderen Seite gehört es dazu, dass die Regelungen auch verständnisvoll sind, verstanden werden können. Und insofern haben wir uns heute auf zwei Punkte verständigt. Zum einen die Regelung des Beherbergungsverbotes zurückzunehmen, einfach weil sie unplausibel und nicht zielführend ist. Und zum anderen uns darauf verständigt haben, dass wir einheitliche Regelungen für Sachsen dann auch anwenden wollen, die mit einem Stufenplan von 35 und 50er Grenzen dann auch umgesetzt werden. Und das zweite ganz wichtige Prinzip ist das Prinzip der Balance, dass wir auf der einen Seite das Thema Gesundheitsschutz, Gesundheitsvorsorge, Schutz von Risikogruppen ganz ernst nehmen, auf der anderen Seite aber auch so weit wie möglich das persönliche und das wirtschaftliche Leben ermöglichen. Und auch das haben wir heute, denke ich, mit den Regelungen, die wir vereinbart haben, dann auf einen guten Weg gebracht. Und natürlich haben wir uns auch darauf verständigt, dass das immer wieder nachgeschärft wird, so wie wir es bisher auch gemacht haben, dass wir sowohl das Prinzip des Verständnisses bei der Bevölkerung nicht aus dem Auge verlieren und auf der anderen Seite aber auch das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben aufrechterhalten. Mhm. Gibt es Rückfragen? Mhm. Frau Ministerin, Herr Landtag, mit Blick auf die vorstehenden Ferien, wie sieht es aus mit Reisen aus und in innere sächsische Risikogebiete? Kann ich mit Kind und Kegel ab Samstag ins Erzgebirgskreis fahren? Ja. Ohne hinterher mich in Quarantäne begeben zu müssen oder Tests? Also die Quarantäne selber war innerhalb von Deutschland ja ohnehin noch nie angeordnet. Das muss man auch wissen, auch jetzt schon nicht. Und das wird auch so bleiben. Die Testmöglichkeiten waren in unserer Verordnung geregelt, dass ich also Tests hätte vorlegen können, 48 Stunden alte positive Tests. Das würden wir jetzt nicht mehr einfordern. Wir heben ja das Beherbergungsverbot auf. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir jetzt leichtsinnig werden, sondern das hat was mit der Sinnhaftigkeit dieses Beherbergungsverbotes zu tun. Das ist mir nochmal ganz wichtig in der Situation zu sagen. Und das sieht man eben auch, was Ministerpräsident angedeutet hat, dass das erste Beherbergungsverbot in Baden-Württemberg eben heute gekippt worden ist. Also das muss jeder für sich selber beantworten. Ich sage nochmal, wir setzen ja auch auf die Eigenverantwortung der Bevölkerung und das muss man selber mit sich verantworten, ob man das in der Situation eben macht. Es gibt eben die sogenannten Risikogruppen, wo man wirklich etwas vorsichtiger ist und da bin ich sehr optimistisch. Das merke ich bei der Bevölkerung, dass genau diese Risikogruppen jetzt schon, ohne dass es verboten ist, sondern obwohl es möglich ist, zum Beispiel keine großen Veranstaltungen besuchen oder an bestimmten Bereichen eben nicht teilnehmen, Konzerte oder ähnliches, das Verantwortungsbewusstsein der Bevölkerung ist in diesem Bereich sehr groß. Also ich will vielleicht an der Stelle noch mal was sagen, weil ich ja der Erste war, der die Hürde auch gerissen hat. Bei uns im Erzgebirge ist die Situation nicht anders als jetzt, nicht anders wie im August. Wir haben flächendeckend zwar höhere Zahlen, die aber sehr verbreitet sind und über den ganzen Landkreis und 95% der Fälle verlaufen mild bis ganz leicht. Die Erfahrung, die wir gemacht haben, die Mehrzahl derer, die wir im Zuge der Kontaktermittlung angerufen haben, die sind aus allen Wolken gefallen. Die hatten überhaupt keine Anzeichen, die wussten überhaupt nicht, dass sie betroffen sind dort an der Stelle. Und unsere Hotellerie, unsere Gastronomie, wir haben im Bereich des Hotel- und Gaststättengewerbes überhaupt keine Anzeichen, dass dort verstärkt Infizierungen stattfinden. Sondern die sind hervorragend mit ihren Konzepten darauf vorbereitet, schon über Monate auf diesen Konzepten unterwegs und haben das hervorragend auch dort in den vergangenen Wochen und Monaten gemeistert. Ich glaube, man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man nur durch diese Klassifizierung Risikogebiet darf man nicht jetzt, ich habe es mal an anderer Stelle ein bisschen flapsig gesagt, bei uns sterben die Menschen nicht wie die Fliegen. Wir haben nach wie vor dort an der Stelle eine Sterberate, die überhaupt nicht zu dieser Klassifizierung passt. Wir haben mal einen Sterbefall, das sind im höheren Alter und genau diese Risikogruppen versuchen wir gezielt zu schützen und auch diese Risikogruppen wissen ganz genau, dass sie vielleicht nicht kommen sollten, aber ansonsten sollten sie einfach die schöne Natur und die schöne Umgebung genießen. Ja, will ich auch nochmal sagen, diese Ausweisung und auch die Zahl 50 Fälle je 100.000 Einwohner darf keine und ist keine Stigmatisierung, sondern zeigt einen Handlungsbedarf, weil bei dieser Größenordnung man physisch an die Grenze kommt, Nachverfolgung noch aufrechtzuerhalten zu können. 10 Fälle mit 15 Kontakten sind 150
Telefonate, wie er gesagt hat, gerade manchmal über eine Stunde, die man dafür braucht. Und deswegen ist klar, wir müssen dafür sorgen, dass diese Zahlen wieder nach unten gedrückt werden. Und der Hinweis, dass es eben nicht ein Ausbruchsgeschehen jetzt an einzelnen Stellen ist, sondern über die Regionen verteilt, was wir fast überall so haben, zeigt eben auch, dass wir mit diesem Instrument Sperrstunde, Beschränkung bei Familienfeiern, der ja wirklich der Hauptgrund war für die Infektion, jetzt richtig liegen. Und deswegen haben wir diese Maßnahmen ergriffen. Herr Ministerpräsident, gestern Abend gab es offenbar ordentlich Knatsch in Berlin, vor allem aber keine Einigung beim Thema Beherbergungsverbote. Welche Vorteile hat denn der Föderalismus in Zeiten wie diesen, wo man vielleicht zusammenstehen müsste? Gibt es überhaupt Vorteile, welche Nachteile? Also ich habe das Gefühl, jeder macht seins, also müssten wir da jetzt nicht mehr zusammenstehen. Also es waren 8 intensive Stunden, die davon geprägt waren, dass die Kolleginnen und Kollegen mit ihrer unglaublich breiten Expertise, und Deutschland ist sehr unterschiedlich, diese Veranstaltung bereichert haben. Wir haben uns auf viele konkrete Punkte verständigt. Für mich war wichtig, nicht einfach nur jetzt den Haken daran zu machen an die Frage der Personen für die Familienfeiern und für die Veranstaltungen, weil ich Landräte und Bürgermeister in diesem Land habe, die über die letzten Monate sehr verantwortungsvoll entschieden haben, den Prozess gestaltet haben, und ich wollte gerne die Meinung der Kolleginnen und Kollegen hören, welchen Weg wir hier gehen. Und wir haben uns jetzt auf etwas verständigt, was für den Freistaat Sachsen sachgerecht ist. Beim Beherbergungsverbot ist es aus meiner Sicht eine Debatte, die auch ein wenig scheinheilig ist. Und das ist da auch deutlich geworden. Wir haben mit der Kollegin Dreyer oder mit Tobias Hans hier unsere Argumente vorgelegt. Wir haben auch Vorschläge gemacht, wie das Ganze, eine Einschränkung des Reiseverkehrs unter Covid-19-Bedingungen möglich sein könnte. Das war jetzt noch nicht erreichbar. Wir haben uns vorgenommen, das bis zum 8. November zu machen. Das Urteil aus Baden-Württemberg gibt uns recht, aber auch eine ganz einfache, ein einfaches Erlebnis, dass im Freistaat Bayern beispielsweise ein Beherbergungsverbot gilt für Menschen aus besonderen belasteten Regionen außerhalb von Bayern, die da nicht hinfahren können. Aber bei Freistaat Bayern kann jeder aus dem größten Corona-Hotspot in die Region fahren mit der niedrigsten Inzidenz. Und das sieht man ja dran, dass das Ganze auch nicht jetzt so richtig sein kann. Deswegen diese Regelung. Und noch einmal, das A und O ist, dass es Konzepte gibt, die auch wenn eine erkrankte Person anwesend ist, verhindert, dass man sich gegenseitig ansteckt. Das ist die Grundvoraussetzung, dass Opernhäuser, Kinos, Gastronomie, Hotellerie offen sein kann. Glauben wir daran, dass das möglich ist? Wenn nein, müssen wir die Sachen schließen. Wir haben hier im Freistaat Sachsen die Erfahrung gemacht, dass das sehr wohl möglich ist. Und deswegen ist unser Weg jetzt stärker auch noch einmal kontrollieren, die Sachen nachhalten, aber sie zu ermöglichen. Es geht am Ende darum, dass ein mildes Mittel zu verwenden, weil das andere eben doch mit sehr erheblichen Auswirkungen auf die Bevölkerung und auf die Wirtschaftskraft dieses Landes einhergeht. Und deswegen gehen wir diesen Weg, und ich halte ihn für richtig. Und ich bin froh darüber, dass wir in dem Kreis der Ministerpräsidenten, nicht bei allen, aber bei vielen Verständnis dafür haben, und dass wir uns hier in Sachsen einig sind, beruhigt mich sehr. Und ich wollte nicht im Ansatz das Gefühl aufkommen lassen, dass es Misstrauen gibt oder dass jemand das Gefühl hat, er wüsste es besser. Wir machen das hier gemeinsam und tragen gemeinsam diese Verantwortung, deswegen jetzt auch diese gemeinsame Regelung, die am Ende ja auch schon ein ordentlicher Einschnitt ist, eine Sperrstunde, Ausschankverbot von Alkohol, Verkaufsverbot ab 22 Uhr wird den einen oder anderen treffen, ist aber notwendig, damit wir hier die Zahlen nach unten bekommen. Aber behindert Föderalismus klare Entscheidungen? Nein, ein Blick auf die Infektionszahlen in Europa zeigt, dass dieses Land, Deutschland, mit seinem Föderalismus am besten durch diese Zeit gekommen ist. Das hat was mit dem Föderalismus zu tun, hat aber etwas damit zu tun, das muss man auch nochmal sagen, mit der größten Dunkelfeldaufklärung in ganz Europa.
1,1 Millionen Tests pro Tag. Damit klären wir so viele Dinge. Der Landrat hat ja darauf hingewiesen, Personen, die keine Symptome haben, die ganz überrascht sind. Das macht kein anderes Land der Welt. Und deswegen sind die Zahlen in den Krankenhäusern derzeit auch niedrig. Aber deswegen wissen wir auch, was in 14 Tagen oder drei Wochen sein wird, weil wir eben jetzt diese Verbreitung aufklären konnten. Und deswegen gibt es uns die Möglichkeit, jetzt frühzeitig zu reagieren. Ja, zum Beherbergungsverbot haben wir jetzt ja alles gesagt. Und bei den tschechischen Staatsbürgern ist es so, es ist jetzt eine Maßnahme, die, wenn man das gesehen hat, wie die Grenzschließungen gewirkt haben, ganz klar ist, dass es gar nicht anders geht. Es ist ein Lebensraum, es ist ein Wirtschaftsraum. Und wir haben Regeln gefunden, dass der kleine Grenzverkehr möglich ist. Und wir müssen jetzt nachsteuern, was die Testung angeht von Arbeitskräften, die aus der Tschechischen Republik kommen, regelmäßig zu uns kommen, die wir auch unbedingt brauchen. Darüber werden wir jetzt umgehend mit der regionalen Wirtschaft sprechen und dann werden wir auch da eine vernünftige Regel finden. Ja, es ist eben genau die Frage, wo kommen die Zahlen derzeit her? Und ein Schwerpunkt liegt bei den privaten Feiern. Dort gilt der Mindestabstand, dort gilt Mund- und Nasenschutz nicht. Das weiß auch jeder, jeder kennt diese Familienfeiern. Deswegen die Eingrenzung dort auf die maximale Personenzahl, die ich vorhin genannt habe. Als zweites Instrument nachhalten, dass Mindestabstand, Mund- und Nasenschutz, Hygienekonzept in der Gastronomie auch wirklich eingehalten wird. Jeder von uns hat so ein bisschen, glaube ich, persönliche Erlebnisse, dass der Sommer mit diesem niedrigen Infektionsgeschehen uns doch etwas sorglos werden lassen hat. Das gibt jetzt keinen Grund mehr für diese Sorglosigkeit. Wir müssen jetzt aktiv sein und eben mit dem breiteren Mund- und Nasenschutz zu mehr Anlässen auch dort die Wahrscheinlichkeit einer Übertragung weiter zu reduzieren. Wie wird das kontrolliert? Wir haben gerade gehört, bei privaten Feiern kann man nicht klingeln. Nein, bei einer privaten Feier kann man nicht klingeln. Das ist auch nicht angemessen. Da gibt es jetzt die Vorgabe, was die Personenzahl angeht in öffentlichen Räumen. Das wird eine unmittelbare Auswirkung haben, auch auf die Gastronomie. Intern, privat sind die Deutschen, wie sie sind. Sie halten sich zu einem überwiegenden Teil an das, was vorgegeben ist. Bei denen, die das nicht tun, besteht die Möglichkeit, wenn man Kenntnis davon erhält, auch einzugreifen. So war es in der Vergangenheit, so war es auch im April oder Mai und so wird es jetzt auch wieder sein. Also darüber haben wir ja gesprochen, wer im Erzgebirge wandern geht oder in der Dresdner Heide oder auch an der Elbe spazieren, braucht keinen Mund- und Nasenschutz. Wenn wir mit 15 oder 20 Personen gemeinsam an einer Haltestelle stehen, ist das etwas anderes und darum muss es gehen. Das werden wir jetzt miteinander klug überlegen und dann vorgeben. So. Also zur ersten Frage, die Tschechien selber nochmal, werden wir, das haben wir gestern mit dem Gesundheitsministerium in Tschechien besprochen, werden wir auch die Regeln, die Tschechien auferlegt hat, während der Corona-Zeit jetzt auch auf unserer Internetseite in Deutsch veröffentlichen. Das heißt, dass diejenigen, die nach Tschechien reisen, aus Sachsen, aus Deutschland, genau wissen, welche Regeln dort gelten, dass eben zum Beispiel die Gaststätten geschlossen sind oder dass man eben tatsächlich auch Mund- und Nasenbedeckung dort ja im weit größeren Maße trägt als hier in Deutschland. Das ist das eine, was wir verabredet haben. Das
zweite sind die Hilfeleistungen. Ja, und in der Tat, das tschechische Gesundheitsministerium geht davon aus, dass in 1 bis 2 Wochen, wenn die Entwicklung so anhält, was wir alle nicht hoffen, die Kapazitäten in den Krankenhäusern in zweierlei Richtung überschritten werden. Das eine sind tatsächlich die Kapazitäten an Intensivbetten und Beatmungsplätzen. Das andere ist aber auch personell. Da wir eben durch die hohen Infektionszahlen eben auch sehr viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Einrichtungen nicht mehr arbeiten. Und wir werden sehen, auch wenn es um Schutzkleidung oder Ähnliches geht, ob wir und wie wir dort unterstützen können. Die Zusage ist gekommen von Sachsen, dass wir das tun. Insofern werden wir das gerne machen. Und die zweite Frage war? Ja, die Kassenärztliche Vereinigung hat ja für Sachsen Schwerpunktpraxen festgelegt, die übrigens auch mit einer Vergütung einen Anreiz haben, mehr zu testen. Das sind Allgemeinmediziner, das sind Kinderärzte und das sind auch H&O-Ärzte, also in einem breiten Bereich Schwerpunktpraxen. Und zusätzlich haben wir uns dazu festgelegt, dass es auch wieder Testambulanzen geben wird. Aber auch hier ist nochmal ganz klar, dass nicht jeder, der vielleicht auch in Quarantäne geschickt wird, getestet werden muss. Das ist so ein Anspruch, so ein Denken, was viele Bürgerinnen und Bürger haben, weil das Testergebnis, wenn ich gar keine Symptome habe, nicht unbedingt das ist, was uns dann ein Stück weiterbringt. Dort hilft die Quarantänefestlegung des Gesundheitsamtes, das ist das eine. Und das andere ist, dass wir Kapazitäten haben in Sachsen nach wie vor. Wir testen im Moment gar nicht mehr als im Frühjahr. Wir testen so im Schnitt am Tag 2.000 bis 3.000 Menschen und diese Kapazität können wir hochfahren. Aber wirklich für die Bereiche, wo es Sinn macht und wo es richtig und notwendig ist. Und dafür wird die KV mit den Landkreisen und Kreisfrauenstädten nochmal vereinbaren, dass wir dort Ambulanzen aufmachen.